berührt mich immer wieder. Wirklich. So, dem erfahrenen Baseballs-Konzertgänger wird es aufgefallen sein. Wer war schon mal auf einer Baseball-Show bisher? Immerhin hier 30 Leute vorne, das ist schon gut. Ihr habt vielleicht gemerkt, etwas fehlt heute. Und es ist nicht das Piano. Achtung, Zaubertrick. Das Piano ist da, aber Jan fehlt. Mann! Ja, Jan kommt wieder, aber so lange übernimmt Dicker seinen Job. Und zwar aus folgendem Grund: Im Sun-Studio steht auch ein legendäres Klavier, auf dem hat unter anderem schon Jerry Lee Lewis aufgenommen. Digga ist großer Rock'n'Roll-Held und er konnte ja. Und den spielen wir jetzt nicht. Richtig. Weil. Den haben wir ja schon mal gespielt. In den Sun-Studios. Digga ist da so wie bei Peter Portier, er trägt keinen Song zweimal. Richtig. Deswegen auch jetzt hier ganz neu, noch nie gespielt. Ja. Hast du mal gespielt? Nein. Also wir haben festgestellt, Thomas und ich waren heute im Backstage-Bereich, haben uns ein bisschen gechillt und haben festgestellt, dass jeder Song, den man nur auf den schwarzen Tasten spielt, total schön ist. Achtung, ich mach das jetzt mal. Haben wir doch nicht. Okay, offensichtlich kann Thomas auf den schwarzen Tasten spielen. Also ich kenne nur jeden Song auf den schwarzen Tasten, dass der klingt wie im China-Restaurant. Boah, war ein sehr trauriges China-Restaurant. Achtung, wir entschließen jetzt. Noch ein trauriger Keks für 50 Cent? Backe. So, ich spiele jetzt nicht auf den schwarzen Tasten, aber ich habe eine schwarze Brille dabei. Das hat folgenden Grund. Der Song, den wir jetzt spielen, ist eigentlich bekannt von Ray Charles. Er wurde aber geschrieben auch in den 50ern und wurde auch von Ike Turner zum Beispiel, den man hier hinten hinter dem Bass-Amp erkennen kann, im Sun-Studio aufgenommen. Also eigentlich ein Rock'n'Roll-Klassiker, aber, wie ich gerade sagte, bekannt aus dem Film The Blues Brothers. Er heißt Shake a Tail Feather. Kennt ihn jemand? Ja, das ist ja krass. Ich behaupte, die Hälfte hat vorgetäuscht. Ja. Das kenne ich vom Set. Also. So Leute, dann singen wir jetzt zusammen. Ist das okay? Ja. Okay, ihr fangt an. Also, ja, super. Wir haben hier so blaues Licht auf dem Piano, das kann sogar leuchten. Ja. Und wenn dieses blaue Licht leuchtet, dann müsst ihr eine Ramp bauen. Ja? Das heißt, ihr fangt ganz tief unten an zu singen, irgendein Ton so. Und ihr hört oben auf. Ja? Ich mache das mal vor. Kannst du kurz mal deine Brille nochmal absetzen, damit man deine Augen sieht, wie du dabei aussiehst? Das sieht echt immer sehr komisch aus, ehrlich gesagt. Ja? Wollt ihr das auch mal probieren, Leipzig? Zumindest die drei hier vorne. Ja, ihr habt so viel Scheißenergie, wir spielen jetzt gleich halbes Tempo. Also Leute, Leipzig, jetzt probiert's mal. Leute zusammen und Frauen machen... Kneifen die Beine zusammen, ich weiß es nicht. Achten auf das blaue Licht, Leipzig. Hört auf, wenn das Licht auch aufhört, sonst liegt ihr hier gleich alle auf dem Becken. Und das macht unsere Band ja schon nach dem Konzert meistens. Also, wir probieren es nochmal, Leipzig. Einige erkennen den Song. Ihr seht auch komisch aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist was von Scooter, oder? Wenn du das spielen kannst mit den Lichtern, bin ich beeindruckt. So, seid ihr bereit, Leipzig? Seid ihr bereit, Band? Ja! Nee, Band. Band, seid ihr bereit? Ja! Stefano! Bist du bereit? Here we go. Yeah.
ihr könnt es noch besser. Könnt ihr das länger, was ihr gerade gemacht habt? Nehmt mal alle ganz tief Luft. Habt ihr alle ganz tief Luft genommen?